Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Pyro-Freunde. Es ist der 29.12.2017 und ich dachte mir jetzt mal so, lade noch ein kleines Infovideo hoch, beziehungsweise noch ein kleines Einkaufsvideo, was es an diesem Tag gegeben hat, also am 29.12. Ich hoffe natürlich, ihr habt gestern einen schönen Tag gehabt am 28.12. und das alles bekommen habt. Meine Einkaufstour kommt wie immer nächstes Jahr, dann im Januar irgendwann online, weil ich finde, jetzt laden eh schon genug die Einkaufstouren hoch und da könnt ihr die dort erstmal in Ruhe gucken und dann im Januar dann meine, wenn ihr wollt. Das ist dann immer ein bisschen entspannter und da geht die Einkaufstour auch nicht so runter. Also ich war heute auch nochmal kurz einkaufen mit dem Salut Power. Ich glaube nur ein paar kleine Sachen noch, so ein paar extra Dinge, die zeige ich jetzt mal euch. Und zwar war mir im Captain Billig, das ist wahrscheinlich der größte Feuerwerksverkauf in Thüringen. Und ja, da gab es ja erstmal ein paar Headbangers von Leslie, noch aus der alten Charge. Ich denke mal, das ist der mit dem schönen Pfeifaufstieg, deswegen habe ich die auch gekauft. Haben nur eine NEM von 28,8 Gramm. Aber ich wollte einfach mal wissen, ob die das mit dem Pfeifaufstieg sind. Deswegen einfach mal mitgenommen. Dann noch hier eine Sonderblock 16. Habe ja schon eine am 28. gekauft, aber ich finde die richtig geil. Da kannst du einfach mal so am Tag noch eine zünden. Und ja, dann waren wir noch in so einem Fachhändler wieder mit dem Salut Power. Und da gab es hier nochmal günstig die Pyro Trade Whipper 3. Richtig gute Böller. Habe ich jetzt auch 3 oder 4 Packungen für Silvester. Kann ich echt nur jedem empfehlen. Dann hier als Restposten günstig erworben die Solaris von Jorge. Auch schönes Teil. Ich denke, für 5 Euro kann man da nichts falsch machen. Und da die Timeline ja auch nicht geliefert wurde von Tisch Pyro, wie auch alles, deswegen gibt es dieses Jahr auch keine Unboxing-Videos von meinen Bestellungen, weil dieses Jahr nur ein Paket kam und zwar von der Vitrine, nur 13,1 Kilo, aber im Wert von 90 Euro, das lohnt sich einfach überhaupt nicht. Deswegen kommt dieses Jahr kein Unboxing-Video. Und ja, deswegen noch die Timeline mitgenommen von Nico, auch nur für 11 Euro. Ich denke, guter Preis, billiger als bei Tisch Pyro sogar und echt schöne Batterie. So, ich würde sagen, da das Video sonst zu kurz wäre, zeige ich euch mal noch, was es so an Raritäten gestern noch gab, die ich so gefunden habe. Und dazu mal kurz einen Cut und dann zeige ich die nochmal euch. Ja, Pyros, jetzt die Raritäten, ne? Also sind nicht unbedingt Raritäten, aber schon kleine Fundstücke nochmal. Dann hier die Quai-Fontänen, quasi die Kobalt-Fontänen von Comet mit einem anderen Design. Richtig schöne Teile. 4 Stück sind hier in der Packung enthalten. Und ja, das habe ich auch 4-mal bekommen. Dann hier, ich weiß nicht, ob das schon eine Rarität ist, aber das Banger Pack von Weco. Gab es nur für 1 Euro, habe ich vielleicht 2-mal mitgenommen. Hier seht ihr nochmal den Preis runtergesetzt natürlich. Und ja, verschiedene Böller in dem Sortiment hier. Auch kein Backcover, deswegen, ich werde bestimmt mal eins testen, einfach so. Und ja, ich fand das Cover ganz schön und deswegen einfach mal mitgenommen. Dann hier aus einem kleinen Lottoladen, ne, an den Verkauf war das sogar, die Hexenhut von Nico, habe ich auch noch nie gesehen. Sehen sie ähnlich aus wie die Alien Attack von Nico oder Comet. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein, die es beim Norma damals gab. Für 2 Euro kann man sich das auch mal mitnehmen. Dann hier, was ich besonders schön finde, Nico Vulkane. Ich nehme mal hier die noch zur Packung. Wirklich schönes Design, habe ich auch noch so nicht gesehen. Sieht man hier 3 super Feuerspeier von Moog noch. Auch hier noch schön mit dem Moog-Hahn. Richtig schön, Hersteller ist Weco in Altdorf. Und ja, habe ich auch noch mal 2 mitgenommen. Ich denke, für 2,50 kann man da auch nichts falsch machen. Und dann hier noch ein paar Raketensets. Hier noch einmal wieder ein Keller-Raketensortiment gefunden für 3 Euro mit 7 schönen alten Raketen. Keller-Pinselstrich natürlich. Dann hier in einem Sonderpostenmarkt für 9 Euro die Fallschirmraketen von Nico. 10 Stück sind hier drin. Und ja, schöner Karton. Kann ich einmal nicht nein sagen, weil die von Nico waren ja auch immer recht gut. Ich zeige euch gleich mal, wie die dann ungefähr aussehen. Und zwar in diesem Set hier, die wilden 13. Auch von Nico Feuerwerk hier noch mit dem 3-Sterne-Logo und Pyro-Partner gelabelt. Ja, so sieht hier dann eine einzelne Fallschirmrakete wahrscheinlich aus der Packung. Ich will die jetzt auch nicht unbedingt aufmachen. Also von dieser hier. Ja, hier dann wie gesagt noch die wilden 13.
kommt, glaube ich, 8 Euro das Set. Ich denke, kann man auch mal mitnehmen. Hier noch schöne alte Sirenenraketen von Nico. Dann hier noch kleine Fallschirmraketen. Richtig schön. Hier noch sogar Monkey-Raketen von Nico mit zweifachen Leitstab. Also wirklich ein schön buntes Set. Und ja, das waren noch meine kleinen Raritäten. Ich denke, kann sich auch sehen lassen. Habe ich auf jeden Fall gefreut darüber, noch was gefunden zu haben. Und ja, von meiner Gesamtübersicht, also die sich hier schon ein bisschen erahnen lässt, gibt es natürlich auch noch ein extra Video. Das kommt auch nächstes Jahr. Und ich werde jetzt noch auf jeden Fall ein bisschen hier mein Feuerwerk sortieren, ein bisschen aufbauen, dann das Video drehen zu meinem Gesamtsortiment, Feuerwerksvitrine noch unboxen. Mich würde natürlich freuen, wenn ihr mal eure Erlebnisse und Funde, was weiß ich, Raritäten auch oder besondere Artikel, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, würde mich echt mal interessieren. Da würde ich sagen, gibt es dann am 31. nochmal ein Video, mein Startschuss und dann noch ein paar abschließende Worte. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch schöne Vor-Silvestertage, genießt die Zeit, macht schön was viel mit Feuerwerk, baut etwas, irgendwelche Knallketten oder stellt auf, macht auch ein paar Vorstellungsvideos, genießt auf jeden Fall die Zeit mit dem Feuerwerk, ehe es vorbei ist. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am 31. nochmal wieder. Macht's gut, ich hoffe, euch hat dieser kleine Überblick gefallen. Bis später.